Herzlich willkommen zu der neuen Folge der Stream Clips Germany, Folge 269. Wenn auch du mehr Action in der 269 haben willst, dann guck dir den geilen Kanal von Clippy an. Der war furchtbar, den lassen wir genauso. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe, das jetzt 50 Mal aufzunehmen. So, hi, herzlich willkommen zur neuen Folge Stream Clips Germany. Wir schauen heute in die Folge 268. Und es geht um Zehennägel. Deswegen, Leute, bitte alle die Nagelclipser bereithalten und die Kotzkübel bitte auch. Klang legit, es war so furchtbar, dass es gut war. Okay, sehr schön. Gut, dann starte ich das Laufband und gleichzeitig starten wir die neue Folge, denn Sport ist wichtig, Sport ist Mord und deswegen Dankeschön, Chat, dass ihr mich immer wieder dazu zwingt, dass ich während den Reacts aufs Laufband muss. Ihr könntet nun ein Piepen vernehmen. Und los geht's. So, und wir wandern jetzt einfach. Das kann aber dann nur bei der 269 benutzt werden. Aber das ist ja der Plan, das ist ja nächste Woche. Bewaffnet sich mit Nagelclipser, jawohl! Reaction Gassi! Alles klar, Chat. Ich nehme euch jetzt an die Leine. Und jetzt gehen wir gemeinsam Gassi. Bei den Streamclips Germany. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bitte nicht an die Büsche pinkeln, ja? Ich weiß nicht, was ich da gerade tue. Wir fangen jetzt an mit Twitch Clips Moment. Germany. Dem Format, in dem ich nie erscheinen werde, weil ich einfach nicht witzig bin und das Internet mich hasst. Moment, es ist ganz schön schwer, die Mods zu bedienen währenddessen. Und so okay oder zu leise? Ja, da war ein, zwei Fehler, wenn das Spiel neu ist. Ne? Es ist vor kurzem erst rausgekommen, wie gesagt. Ne? Ja, in die Als Streamer ist es ein Balanceakt. Ja. Es ist ein Balanceakt als Streamer, den Zeitpunkt zu treffen, wenn man pinkeln geht. Genau den Zeitpunkt zu treffen. Ja. Zwischen, hast du dir überhaupt die Hände gewaschen? Wie kurz warst du denn weg? Ja. Und, ja, wo bleibt ihr denn? Ist ja noch scheißen? Es ist ein Balanceakt. Ich glaube, das ist so ein Zeitraum von ungefähr 5 Sekunden dazwischen. Das ist wie bei Dead by Daylight, wenn du diesen Dingens da treffen musst, diesen perfekten Timer. Den musst Und das ist bei mir überhaupt kein Problem. In den ersten Streams bin ich einfach gar nicht auf Klo gegangen. Spoiler, das ist ungesund, bitte macht das nicht nach. Mittlerweile hat sich innerhalb meiner Community einfach schon etabliert, dass ich da unten einfach nur so einen Tank habe, den ich einfach rausnehmen kann, den neuen Tank reinstecken kann und zack, fertig. Gar kein Problem. Einfach groß machen und nicht die Hände waschen wäre die perfekte Zeit. Genau. Oder klein, aber dafür exzessiv Hände waschen. Einfache Lösung, einfach Streamer-Windeln tragen. Uah, gruselig. Gruselig. Ha, schön. Schön, schön. Musst du treffen. Komm her. Miau. Komm her. Miau. Er springt Miau. Jetzt. Ich sag's euch. Er springt. Er wird springen. Ich werde mich erschrecken. 3, 2. Ich wusste es. Das ist etwas, was alle Katzenbesitzer gemein haben. Katzenbesitzer können hören und spüren, wenn ihre Katze etwas Dummes vorhat. Ja, wir spüren das. Du hörst irgendein random Geräusch. Für jeden anderen auf der Welt ist es ein random Geräusch. Katzenbesitzer weiß genau, alles klar, Katze stellt was Dummes an. Ich weiß es jetzt schon, gib mir 5 Sekunden und dann muss ich aufstehen und gucken. Wow, ich bin gerade fast vom Laufband gefallen, upsie. Diese Flasche mit Apfelsaft, das ist gar kein Saft. Hey, der Zari-Apfelsaft besteht zu 100% aus wiederverwerteten Äpfeln. Säften. Der ist recycelt, weißt du, der ist nur einmal durch so einen Filter gelaufen. So einen sehr biologischen Filter und dann kommt der direkt in die Flaschen abgefüllt, zack, zu euch. Also, sehr fantastisch. Lauter Salöchen, wunderschön, wunderschön. Und warum haben eigentlich mittlerweile alle ihren Namen im Hintergrund stehen? Das ist mir schon so oft aufgefallen.
Also erstens, du hast deinen Namen da auch im Hintergrund auf deinem Stuhl stehen. Und zweitens tun das Leute, damit, falls sie in den Streamclips Germany landen, die Leute auch wissen, wer zum Henker ist das eigentlich? Deswegen habe ich das nicht bei mir stehen, denn ich bin bekannt. Jeder weiß, dass ich Zerisia bin, wenn man mich sieht. Nein, eigentlich ist das nur, als YouTuber ist das ein bisschen schwer. Ich könnte mir natürlich so einen riesengroßen Button vor die Bubi schnüren, aber ich könnte es halt auch einfach lassen. Je nach Tagesform ist der Saft dann auch mal mehr, mal weniger fruchtig. Oh Gott, jetzt wird es schon wieder schlimm. Brauche ich das auch? Ist das so ein Trend? Du hast das! Da! Da! Er steht da! Und den ich auf Twitch verpasst habe? Chat, warum sagt ihr mir nicht Bescheid, dass ich das jetzt brauche? Du hast deinen Namen auf dem Stuhl? Dan, 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 dan. Das habe ich vergessen. Ja, siehst du liegst einfach voll im Trend, selbst wenn du nicht darauf hingewiesen wirst. Einfach Zari auf die Stirn tätowieren lassen. Ich lasse mir jetzt Schuppen tätowieren im November. Ich freue mich übel drauf. Bam, 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 badam. Welcome to Animal Village. In Bumpkin Village, little animals of all species live their daily lives happily. Oh mein Gott, endlich ein Animal Crossing, in dem selbst Peter von Pietsmiet den Spielspaß findet. Es ist einfach Animal Gronking. Geil. Das ist die neue Spielidee, Leute. Animal Gronking. Es ist Animal Crossing, gut. Es ist Animal Gronking. I like. Hallo Klaus, wo dich hin, wo dich hin. Der Knubi braucht noch ein kleines Schild, das anzeigt, dass du diese Zari bist. Ich lasse Knubi einfach so ein kleines Schild hochheben, auf dem Zari steht und dann so ein Pfeil nach unten. Wenn man Bücher schreibt, vergisst man anscheinend das Lesen. Scheinbar. Wie sie weinen auch. Machen so, dass die dann so Steinoptik hat. Und da kann man die dann einfach reinlegen, da können sie sich dann sozusagen rausholen, wenn sie dann Bock drauf haben auf ihre Mehlwürmchen. Was hast du erwartet? Das Ding ist dazu da, dass du da auf den Trigger drauf drückst und dann wird das da rausploppen. Jeder kennt Zari. Dankeschön für den Clip. Ich habe heute Geburtstag. Ja, dann mal Happy Birthday to you und alle anderen, die heute haben. Happy Birthday to you und alle anderen, die heute haben. Happy Birthday, lieber Klaus und alle anderen, die heute haben. Happy Birthday to you und alle anderen, die heute haben. Oh, schön. Hallo Fee, auch die Albuddechen, wunderschön. Die Presse presst Dinge raus. Ja, wirklich, Frau Jecher, die Presse ist dazu da, Dinge rauszupressen aus Dingen. Krass, ne? Die Düse hätte erstmal abgeschnitten werden müssen. Die war vom letzten Mal noch verstopft. Jetzt scheinbar nicht mehr. Das kam rausgespritzt. Ja. Ich habe gehört, das passiert bei Männern manchmal so. Okay, ja, wir sind wieder normal. Entschuldigung, kleiner Ausrutscher, nichts passiert. Klopf. Ring, ring. Ist jemand zu Hause? Wieso? Okay, ich meine, die Tür steht noch, ja? Das ist eine stabile Tür. Das ist die Liebes. Beim Pop-Up-Store sind wir dann die Folter und belagern dich. Stimmt, beim Pop-Ups, aber beißt mich nicht in den Pimmel rein. Was? Das haben die da gemacht, das war der Joke. Ich habe ihn weitergeführt. Okay. Schau Ranger gerne zu. Immer nur Pro-Gamer mit Skill zu verfolgen ist langweilig. Wow. Ihr müsst aber schon echt lange bei jemandem zuschauen und schon ein paar Mal mit der Person geschrieben haben, dass ihr sowas sagen dürft. Ne? Also... Seid bitte nicht grundlos gemein zu Streamern, okay? Die geben ihr Bestes. Streamer geben bei Streamstart 50% ihres Hirns einfach ab. Die haben nur halben IQ.
weil sie nebenbei tausend andere Dinge im Kopf haben, wie funktioniert die Kamera noch, sitzen meine Haare richtig, sieht man das Namensschild hinter mir im Hintergrund, was geht gerade im Chat ab und sollte ich nicht eigentlich ein Spiel spielen? Habt ein bisschen Geduld mit Streamern, okay? Wir sollen uns benehmen, aber Zari ist selber Oberhorny. Also das würde ich jetzt noch nicht als Oberhorny bezeichnen. Also komm schon, Saki. Also komm schon. Und hallo Eska, wunderschön, wunderschön. Ich hab's euch gesagt, ab und zu mal einen passenden Witz zu machen, ist kein Problem. Aber nicht permanent. Und keine Rollenspiele oder sowas bei mir im Chat. Please. Wenn das Lämpchen blinkt, ist die Kamera aus. Ja. Ey, das ist das beste Kompliment, das mich gleichzeitig beleidigt, dass ich seit langem gehört habe. Hat er recht, er hat immerhin gesagt, er guckt ihn gerne. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Ah, 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 ich bin angegriffen, ich bin angegriffen, ich bin angegriffen, ich bin angegriffen. Ist alles cool. War da nicht gerade? Hallo Theo, ein wunderschön, wunderschön. Ich dachte, ich... Bei RTS erwarte ich schon immer ein wenig Kompetenz. Ich nicht, denn ich habe keine. Paranoia-Kitten ist so. Ich hätte hinter mir ein Geräusch gehört. Ich dachte, ich hätte hinter mir ein Geräusch gehört. Ich gehe kurz pinkeln. Wie mache ich das an? Just Panik pinkeln. Seid ihr bereit? Nein. Du hättest tot bleiben sollen, Mother. Das hat nicht so gut funktioniert. Ja, es hat doch noch funktioniert. Aber die eigentliche Frage ist, hast du dich jetzt selber in diesen kleinen Wandschrank eingesperrt oder kommst du an ihm vorbei? Tja. We will upgrade. We will upgrade. Verdammt. Holz ist richtig doof, darum machen wir Stein, denn Stein muss das Material unserer Wahl sein. Zombie haut dran, tut sich die Hand weh, denn das ist ja Stein. Weh. Wunderschön. Was ist los? Bär. Nein, das Projekt hat schon angefangen, ich komme zu spät. Zu spät, zu spät, du kommst hier viel zu spät. Sollen wir zusammenlegen und Ferrari ein weißes Kaninchenkostüm und eine Taschenuhr schenken? Ah, schön. Erstmal gibt's für Ferrari ein Nugget zum Mitnehmen. Und dann können wir hier weiter gucken. Keine Sorge, wir sind erst 4 Minuten into the game. Also du hast erst etwa eine Stunde verpasst. Ah. Oh, sie kann ja zeichnen. Oh yes, das Ho-Oh sieht wirklich nice aus. Ja. Also Bea. Katja. Seht ihr das? Oh. Seht ihr das? Das ist ihre Spotify-Playlist. Ich habe mich gerade voll erschrocken und dachte gerade, wieso könnt ihr jetzt meine Spotify-Playlist sehen? Ich habe mich übel verjagt gerade. Ich wollte eigentlich nur sagen, seht ihr, so stehen Katzen immer im Weg. So wirklich full front obendrauf. Sie können nur im Weg stehen. Ja, wir haben noch 19 Minuten zu gucken, Ferrari. Also lehn dich zurück. Du kannst hier noch eine Stunde... gucken, du kannst hier zwischendurch, kannst noch duschen gehen, du kannst noch staubsaugen, du kannst hier zwischendurch noch eine Bolognese kochen. Und wenn du fertig bist, gucke ich immer noch React. Also alles feini. Wenn nötig, kleiden wir Ferrari in weiße Kaninchen mit Zylinder. Und sie ist Dragon Ball Fan. Sie ist offensichtlich Dragon Ball Fan, ansonsten wäre das Tattoo ein bisschen ungünstig gewählt. Bär. Also Bär. Rico immer Premium Hübschi. Sowas von. Okay. Okay. Sonst noch was? Ja, genau das machen meine Katzen auch. Genau das, ja. Letztens Stream gestartet. Eine Minute am Labern. Und auf einmal kommt Katze, rennt über die Tastatur, aktiviert 3-mal Werbung für euch, also 90 Sekunden Werbeblock und beendet den Stream. So, tschüss. Zen Long hieß der doch, oder? Ja.
Hatte er Shilong gelesen? Geht mal ins Honey Jay. Ja, geh mal lieber ins Honey Jay, dann frage ich. Shenlong ist der Name des Drachen, der über die sieben Dragon Balls gerufen wird und dir dann einen Wunsch erfüllt und dann sich wieder in die sieben Dragon Balls aufspaltet und die in alle Himmelsrichtungen verstreut. Übrigens, haltet eure Kübel bereit, denn die heutige Folge, ich erinnere nochmal, heißt Zehennägel. Und wir wollen noch nicht wissen, wieso. Ich wäre so gerne die Grinsekatze. Ich glaube, die Grinsekatze zu sein wäre sehr anstrengend, weil du sehr viel Wissen hast, aber sehr wenig beeinflussen darfst. Leiter an der Wand ist ganz doof, da muss weggehackt werden, dass die Zombies nicht klettern. Wir hacken sie weg und dann gibt's keinen Weg hoch mehr für die Zombies, die sind dann ganz traurig. Zombies weinen leise. Dankeschön. Ich finde, es ist immer wieder erstaunlich, wenn Leute sich so aus dem Nichts heraus selbst auf eine bekannte Melodie irgendeinen Songtext runterbrechen können. Immer wieder erstaunlich. Sehr den Drachen auf der anderen Schulter. Hat sie den Drachen auf der anderen Schulter nicht auch in Blau? Also bei dem Clip jetzt... sieht man es nicht, weil sie da einen Top drüber trägt. Ich kann es dir nicht sagen. I don't know. Leise. Ich habe übrigens gerade immer noch 27 Grad und habe es geliebt, aber jetzt gewittert ist, es ist drückend schwül und ich hasse es. Oh no! Einfach ein bisschen Fenster aufmachen und darauf hoffen, dass der Regen so ein bisschen die Luft reinwäscht und dann wird alles schön kühl. Ich habe gerade übrigens entspannte 28,9 Grad bei mir im Zimmer. Du bist dankeschön. Und stehe auf einem Laufband. Also ich stehe nicht, ich laufe auf einem Laufband. Perfekt. Das ist gar nicht unser Wagen. Wo ist denn unser Wagen? Digi, schiebst du die ganze Zeit einen falschen? Oh mein Gott, ich habe den falschen Wagen die ganze Zeit geschoben. Ich schieb die ganze Zeit den falschen Wagen. Ich habe von irgendjemandem den Wagen weggeschoben. War wieder dahin. Kannst du das eben nehmen? Nein. Oh mein Gott, ich schieb die ganze Zeit. Ich hab jemand den Wagen geklaut. Du musst. Das ist schade. Auf sowas sollte man achten. Aber das Gute ist, dadurch, dass noch nichts gekauft ist, kannst du im Zweifel, solange da jetzt keine persönlichen Wertgegenstände drin waren oder persönliche Taschen oder so, kannst du dir im Zweifel einfach einen neuen Wagen holen und halt nochmal von vorne einkaufen. Trockene Wärme ist ja auch geil, aber wenn das so schwül ist, ja eben, also schwül ist halt furchtbar. Das ist ehrlich gesagt nervig, wenn Streamer so mit sich selbst beschäftigt sind. Oder Tiefkühlkrams. Tiefkühlkrams ist ärgerlich. Das würde ich zumindest dann noch zurücklegen. Ich werde nachher in meinem WoW-Stream auch sehr mit mir selbst bzw. mit der Gruppe beschäftigt sein. Aber ich ganz persönlich bin auch noch nicht dabei, dass ich mein ganzes Leben lang eine Kamera mit dabei haben und alles filmen muss. So, wenn Sie das machen wollen, ich lasse das jedem. Gar kein Thema, aber für mich ist es nichts. Also Real-Life-Streams von mir eher so nö, so gar nicht, weil erstens ist mein Real-Life absolut stinklangweilig. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiß langweilig mein Leben zum Zugucken sein muss, weil ich basically nur hier sitze und zocke. Wenn ich nicht streame, dann zocke ich. Und wenn ich streame, dann zocke ich. Und wenn ich nicht zocke, dann denke ich darüber nach, was ich als nächstes zocken könnte. Nicht zurücklegen, dann ist die Kühlkette unterbrochen und der Nächste hat den Salat bei der Kasse melden und dann wird das als Verlust abgeschrieben. Okay, danke schön fürs Aufklären. Wir lernen natürlich hier immer gerne. Ich würde das dann nicht mehr haben wollen. Nee, glaube ich. Tari, warum glaubst du, sind wir hier? Keine Ahnung. Weil ihr gerne mit mir Videos guckt. Wie sieht denn mein Leben zurzeit aus? Zocken, essen, schlafen und ein bisschen Sport. Ja, genau wie mein Leben. Fühle ich nur ohne Stream. Sehr schön. Deswegen sind wir ja auch alle hier. Weil wir die verpeilte Zari lieben. No, danke schön. Mein Leben ist ebenso spannend. Sehr schön, das freut mich. Also, sofern ihr damit zufrieden und glücklich seid, freut es mich. Wenn ihr etwas daran ändern wollt, dann ändert es. Ich würde auf Zaris Einkaufswagen Dashcam-Clips reacten. Ich glaube, das wäre alleine schon wegen Datenschutz und so ein bisschen schwierig. Verpeilte Zari ist verpeilt und tut verpeilte Dinge.
Das hast du sehr schön zusammengefasst. Das können wir einfach so als Slogan für den Kanal hier benutzen. Wundervoll. Muss rutschen. Ja. Ich gehe schon mal in sichere Entfernung. Hugo, ich sag dir, der Oberschenkelhalsbruch ist voll und zack. Perfekt. Seht ihr übrigens, was mit dem Eimer passiert ist? Das hätte sein Kopf sein können. Deswegen seid bei sowas bitte vorsichtig. Und ihr wieder aussieht, Alter. Also mir geht's gut. Wie geht's dir? Hallo. Und es ist sehr lange her, aber ich habe mich noch an dich erinnert. Weil ich habe manchmal ein Brain wie ein Hirn. Ein Brain wie ein Gehirn. Ein Brain wie ein Elefant. Ein Brain wie... Oh Leute, ich habe auch manchmal ein Brain wie ein Hirn, aber anders. Tragt Helme, exakt. Ich habe Schwipschwapp und Schauzari, das Leben ist okay. Die Fee hat einfach gesagt, dass der Theo Schwipschwapp trinken darf. Wie cool ist das denn? Jetzt trinkt er Schwipschwapp und guckt Zari. Yippie! Ich habe Twitch vergessen, das läuft 24/7. Ja, gut, das ist halt so ein Hintergrundgeräusch, ne? Was hat die da am Mikrofon dran? Süße, kleine Penisse. Ich hab aufgehört, es in Frage zu stellen, Ferrari. Ich habe aufgehört, es in Frage zu stellen. Es sind Stinkmäulchen, okay. Nur Pinky hatte ein Brain. Der Pinky und der Brain. Der Pinky und der Brain. Im Tierversuchslabor, da ist es geschehen. Der eine ist brillant, der andere geisteskrank. Der Pinky und der Brain, 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 North. Wie bitte? Was denn? Bei der Arbeit Helme tragen. Ja, und beim Fahrradfahren. Und beim Motorradfahren. Normalerweise schaue ich ja keine Frau in den Ausschnitt, aber das ist ein hammergeiles Tattoo. Ich stimme zu. Cäschen hat eine sehr angenehme Lümmelsammlung. So. Was für Ben ist am Mikro? Ja, siehst du die nicht alle? Achso, da seid ihr davor, Chat. Ja, da, guck mal. Das Mikrofon, nachdem ihr Rode Procaster gestaltet ist, ist das Electro Voice RE20. Das hat unter TontechnikerInnen den Spitznamen Elefantenpimmel. Weiß sie das? Wurde Cäschen schon darüber aufgeklärt oder haben wir jetzt gerade ein gewaltiges Mysterium aufgedeckt, von dem sie selbst noch nicht einmal wusste, dass es existiert? Passend tut's zur Dekoration. Von einer Frau kann das auch wiederum falsch aufgenommen werden. Du meinst jetzt, dass das Tattoo anschauen? Okay. Oh mein Gott, ja, ich erlaub's, weil ich erinnere mich daran. Das war das Shure-Mikrofon, bei dem er das Logo so eingeblendet hatte, dass man das S aus Versehen nicht gesehen hat. Oh mein Gott, und dann wurde er erst im Stream darauf hingewiesen, dass das vielleicht ein bisschen missverständlich rüberkommen könnte. Ja. Ja. Ein Gehirn, ein Brain wie ein Brain wie... Glauben ab. Ja. Das ist halt meine heiße Stange, darf ich nicht anfassen. Wenn ich sie in dein Gesicht halt. Ich möchte nochmal betonen, das ist der Stream. Das ist Clippy, nicht ich, okay? Das sind die Clips und nicht ich. Okay? Okay? Gut. Gut, haben wir darüber geredet. Gut. Sie haben Chopper den Hut geklaut. Ja, der musste da kurz weg. Hattest du dafür nicht ein Horny Jail? Ja, das ist nicht meine Schuld, okay? Bitte nicht am Glätteisen lecken. Aui.
Ich bin sehr froh, dass ich kein Glätteisen besitze. Meine Mama hatte damals, als ich Teenager war und eins haben wollte, zu große Angst, dass ich mich verbrennen würde. Und ich habe mir einfach nie eins geholt. Ich habe einen Föhn, das reicht. Ja, Katje. Es gibt einen Bestellladen bei mir in der Gegend, der zulässt, dass man eine halbe Kokosnuss dazu bekommt. Und du kannst das als ein Extra bei einer Pizza wählen. So. Warum soll sich jemand eine halbe Kokosnuss bestellen? Kannst du so im Gefängnis besuchen, das ist kuschelig und cozy. Schön. Kokosnuss. Meine ganze einfach zu viel ist. Ja, okay. Ja, okay. Ja. 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 Dann Zucker. Ein bisschen. Apple oder Sugar. Das noch. Festhalten. Wir spielen ein neues Spiel. Kocht den. Das war übrigens ein bisschen Zucker. Haben wir Glück, aber hätte auch kaputt gehen können. Manchmal ist Stumpf eben einfach Trumpf, ja. Die kann man als Gefäße nutzen für Cocktails. Das stimmt. Pizza mit Kokosnuss. Ich habe letztens, ich trinke derzeit entweder Wasser oder Kaltbrautee. Und jetzt hatten die eine neue Sorte mit Hibiskus und Kokosnuss. Und ich dachte mir, boah, geil, schmeckt bestimmt voll sommerlich. Oh, ich habe noch nie so was Furchtbares getrunken, Leute. Das ist richtig schlimm. Richtig schlimm. Also Kokosnuss muss in einen gewissen Rahmen gefüllt sein. Zum Beispiel aus Schokolade, dann nimmt man das ganze Bounty. Dann ist das sehr köstlich. Aber Kokosnuss einfach nur so ist merkwürdig. Ist nicht meins. Ich spielte gestern ein Spiel, in dem es Pizza mit Avocado und Banane gab. Es gibt echt alles auf Pizza, oder? Ich habe übrigens gerade übel Gewitter. Kann sein, dass ich spontan weg bin. Okay, lass dich nicht vom Blitz treffen. Bounties Liebe, yes. Erinnert mich an Gingers Orangensaft. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht, Lars. Bitte nicht. Das haben wir erfolgreich verdrängt, okay? Besser als Wasser, das ist geschmacklos. Ha, badumts. Kokosnuss pur ist Himmel. Wenn es Bounty gibt, zettel ich eine Meuterei an. Warum? Bounty ist doch ein Kopfgeld. So. Den hey. DNF. Die ganz andere Kochshow hier auf Twitch. Aha. Da kocht nicht der Streamer irgendein Essen, da kocht der Streamer selber. Sollte es heute im Laufe des Tages extrem werden und es gibt... Von Meuterei auf der Bounty her. Ah, okay, okay, okay. Das mit dem Verdrängen wirst du hier in dem Video auch wieder gebrauchen. Das Video heißt Zehennägel. Ich werde einiges verdrängen müssen bei diesem Video. Ich ahne es schon. Aber erstmal gucken wir uns Cutie Vivi an. Gewitter wird zu stark, dass ich den PC ausschalten muss, dann muss ich den PC ausschalten. Alter! Guck mal, sie hockt offensichtlich in einer anderen Zeitzone als Ferrari, aber gleiches Gewitter. Oh, die ist so geil. Oh yes! Historische Mauterei auf der HMS Bounty. Ist das eigentlich eine HMS oder eine HMS? Wir sind im Jahr 1798 auf einem Dreimaster der britischen Admiralität ereignete. Okay. Okay. Chillen Sie bitte Ihre Balls, Girl. Habt ihr es gehört? HMS ist Her Majesty's Ship. Okay, also Englisch. Wie wir einfach Meisterin der Rhetorik. Ja. Her Majesty, Frau Jeche, war schneller. Okay. Dankeschön euch fürs Aufklären. Wir sind ja hier auch ein Bildungsstream. Warte hier, meine Mutter schickt mir das Bild. Ich sag Bildungsstream und das nächste kommt Creepy Panther. Okay, vergiss das mit dem Bildungsstream wieder, okay? Mit den Zügen, ne? Und der Zug, der war schon weg. Der war schon weg.
Sie schickt mir das Bild und schreibt, was war der, wie wär's denn mit dem ersten? Dann schreibe ich, der seit einer halben Stunde weg ist? Schreibt sie, ja. Schreibe ich, ja, der ist seit einer halben Stunde weg. Nein, wirklich, der Zug, der seit einer halben Stunde weg ist, ist seit einer halben Stunde weg? Hörlock. Ein Bildungsström von Brain wie Hirn her, ja. Das Gegenstück ist übrigens eine RMS. Wie zum Beispiel die Titanic. RMS ist das Royal Mail Steamer. Okay. Zum Glück muss ich mir den Kram nicht merken. Wenn ihr mich morgen fragt, weiß ich es nicht mehr. Ich habe so viel Schadenfreude in mir. Es ist unglaublich. Aber gut gerettet. Wacken Apfelwein. Okay, ich muss zugeben, smarte Werbeidee, einen Dosenbullen aufzustellen. 30 Sekunden. Let's go. Das sind diese Dinger, bei denen du beim Zuschauen immer denkst, boah, ich weiß gar nicht, was die sich so anstellen. Die müssen doch nur die Beine richtig und die Arme richtig. Dann musst du einmal ordentlich festhalten und dann kann dich da überhaupt nichts aus dem Sattel werfen. Und wenn ihr selber einmal drauf sitzt, seid ihr nach 2 Sekunden runter. Was heißt nochmal Park auf Japanisch? Weil jetzt fragst du ausgerechnet nach Park. Hallo, ein Tschatsch, nur ein wunderschön, wunderschön. Zur Erklärung, wir haben letztens ein Spiel gespielt, bei dem man spielerisch Japanisch lernen sollte, wo wir so Worte wie Mori, das bedeutet Wald, oder Kaba, das bedeutet Fluss, gelernt haben, oder Jinja, das bedeutet Schrein. Aber ausgerechnet nach Park fragst du, das ist das eine Wort, von dem ich gesagt habe, das werde ich mir nicht merken können. Ich weiß es nicht mehr. Google Translate sagt Koen. Koen des ist übrigens auch, es ist mir eine Ehre. Also, kann sein. Koe Spinne, jawohl. Sie war noch nie reiten, oder? Eins muss ich da mit dem Oberschenkel halten. Seht ihr, genau das meine ich. Guck mal, Ferrari hat's raus. Also, Google Translate hat raus. Eigentlich eine gute Taktik, muss ich sagen. Wenn selbst die Lady lacht, die das moderiert. Hui! Hui! Und los. Was? 1 Minute! 51 Sekunden! Sollte sie nicht nur 30 Sekunden schaffen? Das ist ja episch. Oh. Findet ihr eigentlich, dass ich mein Bein so eklig machen kann? Das sieht jetzt nochmal richtig ekelhaft aus. Ihr habt es noch nie aus der Perspektive gesehen, oder? Ich kann sogar beide, warte. Ich würde das jetzt ausprobieren, aber ich bin leider gerade auf dem Laufband. Deswegen, das ist echt schade. Ich würde das jetzt halt volle Kanne ausprobieren, aber ich bin halt Laufband und so, ne? Irgendwann macht's knack. Wartet. Aber dann falle ich meistens um. Ich muss ein bisschen aufpassen. Also sagen wir es so, meine Knie wären nicht glücklich darüber, wenn ich das versuche. Ja, das ist echt schade. Also ich hätte das jetzt auch sofort nachgemacht. Aber Leute, was soll ich machen? Das Laufband halt, ne? Erstmal einen Termin bei der Orthopäde machen, bevor du das ausprobierst. Ich hatte mit 18 Jahren eine Knie-OP, genau eine Woche vor meinem Abitur. Ich habe keinen Nachschreibetermin bekommen. Das heißt, ich musste eine Woche nach meiner OP in die Schule, um meine Abiturprüfung zu schreiben. Und ich musste dabei, damit die Schüler ruhig in Ruhe ihr Abitur schreiben können, gab es auf unserer Schule, die auf einem Hügel gelegen war, ein extra Gebäude, das noch höher gelegen war, das nur per Treppen erreichbar war und keine sanitären Anlagen besaß, damit die Schüler und Schülerinnen da in aller Ruhe ihr Abitur schreiben konnten. Da durfte ich mein Abitur schreiben. Eine Woche nach einer Knie-OP. Ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie mein Zeugnis aussah. Ich hatte vielleicht nicht die volle Konzentration für die Prüfung. Wie ich diese Schule verklagt hätte. Oh, das hättest du sowas von, Frau Jecher. Das hättest du auch damals getan, als meine Sportlehrerin gesagt hat, dass sie meinen Sportattest nicht anerkennt. Mit einem Knieschaden möchte ich sowas nicht ausprobieren. Ich auch nicht.
klingt verklagungswürdig. Ja, ich war ein Kind. Da wurde halt gesagt, ja, jetzt reißt du dich ein bisschen zusammen. Und wenn du nicht das perfekte Abi schreibst, dann schreibst du halt nicht das perfekte Abi. Ist ja nur deine Zukunft. Hallo Juno, ja, ein wunderschön, wunderschön. War auf jeden Fall nicht nett. War nicht nett. Aber hey, ich hab's überlebt. Ich habe deswegen nicht studieren können, was ich studieren wollte. Aber was soll's. Dafür bin ich jetzt hier, Leute. Stellt euch vor, das wäre nicht so passiert. Vielleicht hätte ich eine 1-0er Abi gehabt, hätte übel geil studiert, wäre jetzt eine renommierte Psychologin, aber würde nicht mal im Traum daran denken, auf Twitch irgendwelche Streams zu machen und mir irgendwelche Videos anzugucken. Das wäre total hirnrissig. Deswegen, es ist halt kacke, wenn man dann nicht die Rückendeckung der Eltern hat. Hatte ich, aber war der Schule halt egal. Furchtbarer Gedanke. Nicht wahr? Deswegen, alles feini. Hat sich doch alles zum Guten gewandt. Warum soll ich da so Videos machen, wo mir die Männer da so sagen, was ich machen soll? Genau. Da kommen die wieder an mit, ja, hüpf doch mal. Warte. Kann ich ja nicht. Ich bin ja auf dem Laufband. Mama möchte schlafen. Mama schläft seit einer Stunde. Miau! Hunger! Jetzt, 5 Uhr morgens, es wird Zeit für Frühstück. Das ist aber auch so eine Sache an Katzen. Wir haben heute jedes... Der Creep von gestern, ja. Die Katze ist definitiv tiefenentspannt. Also das, was ihr gerade gesehen habt, ist etwas, was nicht jeder Besitzer mit der Katze machen kann, sondern du musst wissen, dass es völlig okay ist für die Katze. Und ihr seht gerade nicht so ganz, weil das Bild ein bisschen unscharf ist, aber es sind keine weggeknickten Öhrchen, es sind keine hochgezogenen Lefzen, es sind keine zuckenden Schwänzchen da. Es ist alles wunderbar, der Katze geht's gut und für sie ist das völlig fein, dass sie das macht. Meine Katze, die würde mir den kompletten Arm aufreißen, wenn ich das mache, deswegen tue ich sowas nicht. Ich wollte sagen, dass Katzen so diese fantastische Angewohnheit haben, dass du den ganzen Tag in der Küche stehen und kochen kannst. Interessiert keine Sau. Aber du setzt dich 5 Minuten hin, auf einmal miau, 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 miau. Ich verhungere hier, warum stehst du nicht auf und gehst in die Küche und fütterst mich? So, ich bin seit einer Stunde in der Küche, komm ran und sag mir, dass du was willst. Nö, erst wenn du wieder sitzt. Hatte mir mal das Sprunggelenk im Schulsport zerrissen und war dann einen Tag nicht in der Schule, weil ich ja irgendwie zum Doc musste. Dann kam ich mit Krücken wieder und werde von meiner Geschichtslehrerin angepöbelt, warum ich denn gestern zur Klassenarbeit nicht da war und was das für eine eintägige Krankheit sein sollte. War kurz davor, sie mir die Krücken zu schlagen. Das glaube ich. Ich durfte damals als Teenager unfassbar häufig zum Arzt wegen Sehnenscheideentzündung. Das ist um es grob zu erklären, das ist eine Überlastung des Handgelenks bzw. der Nerven und Sehnen darin. Die reiben aneinander und entzünden sich dabei und dann kannst du nicht mal mehr einen Stift halten, ohne Schmerzen zu haben. Hatte ich als Teenager permanent. Dann wurde bei mir diagnostiziert, ich habe ein sogenanntes Carpaltunnel-Syndrom. Wenn ich das richtig verstanden habe, damals als Teenager, als es mir erklärt wurde, ist es so, dass meine Handgelenke vor dem Rest meines Körpers aufgehört haben zu wachsen. Dadurch sind die ein bisschen zu klein. Und dadurch ist der Durchgang im Handgelenk, wo die ganzen Adern und Sehnen und Nerven und alles langläuft, ist bei mir einfach viel enger, als das sein sollte. Dadurch reiben die erst recht aneinander. Und dadurch besteht permanent die Gefahr einer Sehnenscheideentzündung. Deswegen muss ich es so gut wie möglich in meinem Alltag vermeiden, so Bewegungen zu machen, wie zum Beispiel bei denen man Stifte hält. Das ist sehr schwer für mich, weil ich seit ich Teenager bin unfassbar gerne schreibe und ich liebe es handschriftlich zu schreiben, anstatt an der Tastatur zu schreiben. Jetzt musste ich es mir abgewöhnen. Ich habe deswegen vom Arzt ein Attest bekommen, das sagt, sämtliche Sportarten, bei denen das Handgelenk belastet wird oder belastet werden könnte, sind für mich tabu
Denn jede einzelne Bewegung, selbst das Herunterdrücken einer Türklinke, könnte der eine Tropfen zu viel sein, der die nächste Sehnscheidenentzündung auslöst bei mir. Deswegen muss ich darauf achten, wie und wo ich meine Hände bewege. Permanent. Fand meine Sportlehrerin überhaupt nicht attraktiv. Sie war der festen Überzeugung, dass ich einfach nur scheiße faul bin. Womit sie nicht Unrecht hat. Aber den Schulsport habe ich trotzdem immer brav mitgemacht. Und sie hat dann gesagt, sie erkennt das Attest nicht an. Und sagt, da habe ich den Arzt offensichtlich gehörig angeschwindelt. Und ja, dann kam meine Mutter, hat ihr eins gehustet und dann war auf einmal gut. Sportlehrer wollte meinen Attest damals auch nicht anerkennen. Das sah unser Schulleiter glücklicherweise anders. Sehr gut. Man, hier sind echt massiv merkbefreit. Da kommt das Leben irgendwie nicht vor. Alles für die Schule, alles für den Club, ja. Huhu, Mafia und Vayner, ein wunderschön, wunderschön euch. Und Nimron, auch dir ein wunderschön, wunderschön. Hast du also keine Türen, nur Vorhänge? Ich kann natürlich Türen öffnen. Ich muss nur halt gucken, erstens, wie halt mein Handgelenk gerade drauf ist. Ansonsten muss ich halt einfach die linke Hand benutzen, anstatt die rechte Hand. Und tatsächlich habe ich seit Ewigkeiten statt meiner Zimmertür einen Vorhang. Weil es halt einfacher ist. Aber sowas wie eine Haustür habe ich natürlich trotzdem. Und die muss ich natürlich auch aufmachen. Die hören immer mit der Faust auf die Klinke. Öfter Sehnscheideentzündung kann sich dann auch zu Rheuma entwickeln. Ja, deswegen achte ich da auch drauf. Weil, sind wir mal ehrlich, ich benutze meine Handgelenke irgendwie echt gerne. Deswegen würde ich die ganz gerne benutzen. Weiterhin. Auch schon wieder Online-Zahlen richtig am Reinhasseln. Vayner, dabei habe ich gestern extra früher aufgehört. Ich fühle mich gerade gar nicht, als ob ich reinhassel. Ah, hallo Jeri, ein wunderschön, wunderschön. Ich finde es immer so wild, wenn andere Leute sagen, die professionelle Meinung eines Mediziners im medizinischen Bereich erkenne ich nicht an, weil wegen mir passt das nicht. Genau so. Genau so, wo ich mir auch so denke. Der Typ hat das studiert. Der Typ behandelt seit Jahren Patienten. Erfolgreich. Der wird ja wohl mehr Ahnung haben. Lernen wir von Kiki, Türen sind der Feind. Ich mache Türen auch immer mit den Füßen auf. Ich habe Vorhänge. So einen schönen, dicken Wandteppich. Aber mein Sportunterricht ist wichtig. Genau. Hier wird doch abgeliefert. Ich finde es inspiriert, wie du das durchziehst. Dankeschön. Dankeschön. Apropos durchziehen, Leute. Wir haben noch nicht mal die Hälfte des Videos geschafft. Aber es ist der Körper meines Schülers. Den kenne ich ja wohl besser. Genau. Und deine Diagnose ist, die Schülerin ist einfach faul. Früher gab es diese ganzen Modekrankheiten wie Entzündungen im Bewegungsapparat nicht. Da ist man auch noch zum Sport gegangen, wenn der Arm abgefallen ist. Genau. Aber auf der anderen Seite hatten wir fantastische Mädels, die es geschafft haben, an jedem einzelnen Wochentag, an dem zufällig gerade Schwimmen auf dem Plan steht, ihre besonderen Tage zu haben. Jede Woche. Ich kenne deinen Körper besser als du oder dein Arzt. Genau. Früher waren wir auch nicht psychisch krank. Wir haben nur auf Spaß den Krieg nie verarbeitet. Früher war einfach sowieso alles besser. Es gab das große Sarkasmus-Schild hochheben, okay? Großes Sarkasmus-Schild wird währenddessen hochgehoben. Es gab keine psychischen Krankheiten. Das heißt, es gab keinen Autismus, es gab diesen ADHS-Krempel nicht, es gab dieses Queer-Zeugs nicht. Das gab es ja alles früher gar nicht. Das ist ja alles total die neue Modebewegung. Ja, deswegen machen das die Leute nur mit, weil es gerade cool ist. Und das gab es früher einfach nicht. So, Sarkasmus-Schild wieder runter. Ist natürlich totaler Quatsch. Gut. Haben wir das auch mal geklärt. Ja, nachdem man 20 Kilometer Schulweg und Schwimm- und Bergetappen zurückgelegt hat in einer Stunde, das ist Bewegung an der frischen Luft, das tut einem halt gut. Jede Woche, da hätte ich aber auch mal kurz gesagt, geh zum Arzt. Autismus ist aber auch keine psychische Krankheit. Es tut mir leid, Eri. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht so einfach alles über einen Kamm scheren. Selbstverständlich ist Queer-Sein auch keine psychische Krankheit.
Das ist alles noch innerhalb des Sarkasmus-Schild-Zykluses. Okay? Ich liebe Schwimmen, weil der Sport, der mein Knie gut tut, mein Neurodermitis, mochte nur das Chlor nicht. Das ist sehr schade, Loros. Dann hoffe ich, du kannst vielleicht irgendwas anderes finden. Vielleicht gibt es ja chlorfreie Bäder oder dann halt so öffentliche Seen und sowas. Ist ja auch unnatürlich. Männliche Tiere, die untereinander rummachen, die haben das ja auch nur von schwulen Touristen abgeguckt. Genau, deswegen machen das nämlich Pinguine sehr häufig. Wegen den ganzen Touristen da. Bei zum Beispiel Pinguinen ist es tatsächlich sehr weit verbreitet, denn die Sache ist die, wenn du ein Ei hast, also Pinguine haben ja in der Regel immer nur einen Nachwuchs. Jeder Pinguin kriegt immer nur ein Baby. Also ein Ei und damit dann ein Baby. Wenn jetzt also die Eltern sterben, kann ein homosexuelles Pinguinpärchen dieses Ei übernehmen, ohne dass das Gleichgewicht durcheinander kommt, weil sie sich auf einmal um zwei Kinder kümmern müssten. Deswegen haben die tatsächlich einen vernünftigen Nutzen. Das ist gewollt so von der Natur. Henne, seid rein, Wunderschön, oder nüt, für dich. Ich weiß, du wolltest nur sagen, diese Dinge gab es damals angeblich nicht. Genau das wollte ich damit sagen. In dem Alter kommt die Menstruation ja auch gerne recht unregelmäßig. Das wurde von unserem Lehrer immer kritisiert. Wenn das nicht auf den Tag genau ist, dann wurde er suspendiert, weil er über die Periodentage der Schüler in ein Buch geführt hat. Das war bei uns auch verboten. Das wollte bei uns auch einer anfangen. Und da wurde sich dann geschlossen gegen gewehrt. Von Schülern wie Eltern. So. Buch geführt. Ja, es gibt Leute, also es gibt einige sehr verstörte SportlehrerInnen, die tatsächlich auf die Idee kommen, dass es sinnvoll ist, darüber Buch zu führen, damit man nicht dabei betrügen kann. Homosexuelle Pinguine, die weißen Pinguinbabys adoptieren, machen mich glücklich. Ja! Wen nicht? Das ist übel cute. So. Zwei Sportlehrer wurden bei uns auf Klassenfahrten mit Schülerinnen erwischt. Ja, weg damit. Hat auf einer Schule nichts verloren. So, dann kommen wir jetzt mal wieder zu angenehmeren Themen, Leute. Zum Beispiel zu Pinguinen. Exakt. Oder zu Katzen. Katja. Hast du mir gerade die Pfote auf den Mund gelegt? Ist es dein Psst, nicht reden, nur schmusen, psst, nicht reden. Einfach den Moment genießen, einfach schmusen. Hayden, also erstens klingt das tatsächlich nicht schlecht. Und zweitens, das sind die Anfänge des Dudelsacks. Katze so, Schnauze, danke. Die süße Version von jetzt halt doch mal die Klappe. Macht mir nicht meinen Moment kaputt. Schön. Wir hatten auch eine Lehrerin, hatte mit einer ganzen Gruppe von Schülern, was auf der Klassenparty wurde, auch gefeuert. Richtig so. Richtig so. Wer sich... Also sorry, das sind Kinder. Ich ignoriere das Thema jetzt besser. Warte mal, kann ich... Okay, aber warum? Also ich verstehe es, wenn Leute ihr Logo oder ihren Namen hinter sich an der Wand im Stream haben. Aber warum haben sie, warum hat er einen Laptop mit seinem eigenen Stream, mit Verzögerung in seinem Stream? Ist das die neue Art zu gucken, wie man, ob der Stream noch läuft? Ich würde dazu auch mehr sagen, wenn wir nicht gerade SCG gucken würden. Machen wir einfach später das Thema. Im Prinzip ist es ja wie ein Doppelrohrblasinstrument, also Oboen oder Fagotte oder so. Deswegen sage ich, also für mich war es halt,
Anfänge des Dudelsacks möglicherweise Zuschauer generieren. Du meinst, weil er sich selber zuguckt? Oh mein Gott, das heißt, alle Leute, die seinen Stream gucken, gucken auch gleichzeitig seinen Stream auf dem Laptop. Oh mein Gott, das heißt, jeder Zuschauer ist doppelt da. Das ist ja super genial. Aber jetzt stellt euch vor, er würde sein OBS capturen. Dann hätte er Bild im 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 Bild und hätte so unendlich Zuschauer. Boah, er hat einfach Twitch durchgespielt. Kleiner Kontrollstream, damit er prüfen kann, ob er eine Hose anhat. Aber das sieht er doch gar nicht. Mit Ortseingangsschild. Willkommen, Party People. Zwar auf Wacken, aber in Lütchen Bornhold. Und wie ihr hört, sogar mit eigenem Duschsystem. Hi. Moin. Wäschst du dir auch brav die Genitalien? Boah, Alter, wie kann man so unangenehm sein? Also ich verstehe das. Das ist wahrscheinlich einfach so ein Wacken-Ding. Es ist Wacken, da ist das okay-Ding. Aber du kannst doch nicht einfach Leute beim Duschen ansprechen. Boah, ich hätte ihn getreten. Also Leute, wenn ihr mich auf der Dusche anspricht, ich trete euch dahin, wo es weh tut. Nee, die lasse ich immer aus. Und so kommen wir natürlich... Dankeschön, dass du eine unangenehme Situation noch unangenehmer gemacht hast, um das Ganze wieder so ein bisschen minus mal minus ergibt plusmäßig auf den geraden Boden zu rücken. Dankeschön. Dumme Frage, dumme Antwort. Ist so. Ist so. Das nimmt einem da keiner übel. Okay, ich kann niemals in meinem Leben auf Backen gehen. Das ist ja furchtbar. Pünktlich zur Dusche. Hallöchen, Argus. Ich hoffe, du bist auch schön frisch geduscht. Und wir gucken gerade den Dr. Freud-Clip zu Back to School. Das muss ich noch nachholen. Da war ich nämlich auf der Animagic. Deswegen konnte ich mir das nicht angucken. Natürlich auch zur Zusammenfassung. Und zwar habt ihr jetzt noch Fragen zu dem Thema? Aria. Nicht Aria. Gibt es einen geschmacklichen Unterschied zwischen den Zehennägeln von Omas oder Opas? Nein. Der nächste? Also, um das natürlich... nächste Frage. Okay, es scheint so, als müssten sie spontan Vorträge halten. Ich verstehe nicht, warum er in Boxershorts gekommen ist, aber gut. Entschuldigung. Und scheinbar war das Thema der ganzen Präsentation die Zehennägel. Okay, okay. Ich habe keinen Kanal länger abonniert als die Freuds. Sehr schön. Ich wollte wissen, ob man auch nach Farben sortieren sollte. Also so schwarze oder blaue Fußnägel oder so grünlich angelaufen. Da kannst du was sagen, deine Sammlung ist ja relativ groß, Asta. Schön, schön reingebaitet, schön. Danke, danke für das. Also ich würde sie tatsächlich nach Farbe und Größe sortieren. Aber ich glaube, ab einem gewissen Ekelgrad musst du die auch halt einfach so extra konservieren. Präsentation, das war sehr schön, meine Damen und Herren. Wunderschön, wunderschön. Gott, nein, ich bin der ehrlichste Mensch der Welt. Also, Kadi sieht einfach aus wie 17. Es ist unfassbar, wie hübsch und jung diese Frau aussehen kann. Das ist... Die sieht aus, die ist doch kein Tag älter als 17. Farbe, Größe, Fußpilz, ja, nein. Ja, genau so. Genau so, danke schön. Und von welchem C? Ich betrüge und lüge und sowas, aber dann gebe ich es immer offen zu. Okay. Okay. Ja, der Chat sagt schon, Duel of the Fate ist hier gar nichts. Ah! Ja. Duel of the Fate ist Asta. Jetzt schon aus dem Gleichgewicht, aber nein, er stabilisiert sich. Ja, du darfst also mit. Hey, aber wie fair von ihm, dass er einfach gewartet hat. Ich meine, er hätte doch einfach nachtreten können, hätte doch easy gewonnen. Ich weiß, einfach nur bei. Ja, I know. Du musst schon runterbekommen. Also ja, du darfst ihm auch versuchen, ins Gesicht zu hauen. Boah, Alter, Peter schafft das aber auch so sehr, geht jetzt um diese Person hier, für diejenigen, die Peter nicht kennen. Peter schafft das aber auch so sehr, diesen alter Deutsch-/Geschichtslehrer-Look an den Tag zu legen. Es ist unglaublich.
Es ist halt seine Essenz. Ja, wirklich. Dabei ist er das ja eigentlich gar nicht. Also weder ist er Master der Linguistik, noch kennt er sich in Geschichte aus. Aber er kann den Look einfach tragen. Ich finde auch sehr perfekt, dass er noch die Sandalen mit den Tennissocken zusammenträgt und darüber eine Dreiviertelhose, die genau nicht lang genug ist, um das Ende der Socken zu verdecken. Also er erlebt diesen Stil einfach. Mit den Socken in den Sandalen. Ja, ich komme rein und sehe Socken in den Sandalen. Ja, Hapo, der jüngste alte Mann Deutschland. Nee, das ist Philipp am Tor. Das ist die richtige Taktik. Schaut euch mal an, wie gechillt Schung das macht. Die Füße. Ja. Der grinst ja dabei schon fast. Oh, das ist wirklich Endboss. Also ich sag euch, Dark Souls ist nichts dagegen. Jetzt halt da drauf, ne? Ja, auch Elden Ring nicht. Jetzt Lara. Hat sie mehr Balance? Nein! Schung bleibt einfach ungeschlagen. Was? Er ist einfach ein Fels. Ofenfrische Brötchen sind übrigens heiß, Nutier. Nein, wirklich, Ferrari. Heiße Brötchen sind heiß. Chat, bitte passt auf, wir sind hier im Bildungsstream. Heiße Brötchen sind heiß. Ich wiederhole, heiße Brötchen sind heiß. Innen sogar meist noch mehr als außen. Sein Tier! Das hier ist Mochi, Freunde. Okay? Sieht aus wie Charlie Chaplin. Oh, das ist... Das ist die deutsche Reichskatze. Nein, das ist nicht die deutsche Reichskatze. Was ist mit dir? Oh Mann. Bitte lass uns darüber einig sein, dass es die Charlie Chaplin Katze ist, okay? Lifehack, einfach den Ofen nicht anmachen. Ich glaube, dann werden die nicht so geil. Bildungsstream? Hauptsache Rechtssicherheit. Man muss ja vorwarnen. Ja, das stimmt. Nein, bitte nicht, Ferrari. Bitte nicht. Es gibt bestimmt so ein paar Sachen, da musst du dich noch mal dran erinnern. Okay. Aber vom Prinzip ist gerade der Anfang ist immer das Gleiche. Du willst gucken, dass du 2, 3 Städte hast, dann willst du auf deine... Sie möchte ihn nicht unterbrechen, weil er gerade was Wichtiges erzählt, aber ihr ist scheinbar gerade was ziemlich Heißes runtergefallen. Und gut, dass wir gerade davor gewarnt haben, nicht nur heiße Brötchen sind heiß, mein lieber Chat, auch heißes Essen generell ist heiß. Ich glaube, die Familie der Katze stammt aus Österreich, das kann sein. Bitte nicht, Theo. Oder du könntest einen OnlyFans-Account machen für Wild Chicks. Dann sind das einfach Hühner in der Wildnis. Fände ich gut? Ich glaube noch nichts angestellt. Nee, ich glaube nicht. Merke, wenn es dampft, ist es meistens heiß. Ja, ich stimme zu. Wartet mal, ich glaube, ich sitze schon wieder im Weg. Hui, ich sitze wahrscheinlich den ganzen Tag schon wieder im Weg und merke es einfach nicht, weil ich einfach nicht aufmerksam bin. Ich meine, ich weiß ja nicht von Dingen, von denen ich vielleicht nichts weiß, weißt du? Das hast du unfassbar gut erkannt. Weißschrappen übrigens mit scharfem S und Dinge groß. Und weiß dann wieder mit scharfem S. Hilfe, Clippy! Clippy, please! Das hast du doch absichtlich so geschrieben. Dieser Aussage widerspreche ich übrigens. Ich weiß nicht von Dingen, von denen ich vielleicht nichts weiß, weil du dich vielleicht nur aktiv gerade nicht daran erinnerst, aber sie doch weißt. Das ist nichts, wo man einen Spruch draus macht, sondern das stimmt einfach. Nein, nicht weiß mit 2 S. Hilfe! Ja, wenn man es nicht weiß, dann weiß man es eben nicht. Nein, auch nicht Weizen! Ich widerspreche nicht der Aussage, sondern dass das ein Spruch wert ist. Aber sind das nicht meistens Sprüche, die einfach wahr sind? Aber weiß es doch die Farbe. Ja, aber auch von Wissen her. Sorry, so weise. Ich bin weiß, aber auch weise. Danke, dass dir beides aufgefallen ist, Theo. Ich weiß übrigens noch nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber mit Rechtschreibung kann man mich wirklich hart triggern. Ich nehme das niemandem übel, falls jemand wirklich unter Leserechtschreibschwäche leidet. Ja, ist gar kein Problem. Wirklich nicht. Aber wenn jemand, der es eigentlich weiß, etwas absichtlich falsch schreibt, dann kriege ich die Krise. Ich weiß nicht, wieso. Das sind Sachen, die kann ich nur ganz schwer übersehen. Was ultra, wirklich ultra hypokratisch
heuchlerisch. Was ultra heuchlerisch wirkt, weil ich selber auf der Tastatur so unendlich schnell schreibe, dass ich mich permanent vertippe. Eine Waise? Nee, eine Waise bin ich nicht. Ich habe immer noch beide Eltern oder falls nur noch ein Elternteil, ja doch, dann wäre ich von einem Notar informiert worden. Ich habe immer noch beide Elternteile. Sari weiß nicht, wieso. Alter, ihr bereitet mir Schmerzen. Dieses ist eher so ein, das war jetzt doof, weißt du selber, ne? Okay. Und das ist aber halt einfach ein wahrer Spruch. Okay. Ja. Gut, gut. Hallo, Benna, mach's richtig. Echt mal. Ich hab's erkannt, was sie gesungen hat. Unbefriedigend. Gronkh, kannst du uns mal befriedigen, bitte, damit? Das ist so... Das ist leider etwas, da hat Pan das alleinige Vorrecht drauf. Vielleicht noch Tobinator, aber eigentlich hat Pan da das alleinige Vorrecht drauf. Das tut mir echt leid, Hime, dass du es auf die Art und Weise erfahren musst. Aber sorry, daraus wird nichts. Keine Ahnung, der hat angefangen und sich fertig gemacht. Ja, da hat Pan das Vorrecht drauf. Das tut mir ja echt leid für dich. Tobi auch. Also, das wissen nur die beiden. Aber sagen wir, zumindest bei Pan und Erik wissen wir es halt alle. Mann, ich wollte jetzt falsch mitjammen. Der hat einfach mittendrin aufgehört. Oh. Was sagt denn Funk dazu? Das zwischen Gronkh und Funk ist nichts Sexuelles. Das ist einfach Liebe. Das ist was ganz anderes als Erotik oder so. Das ist kein Eros, das ist pure Liebe zwischen den beiden. Jetzt muss ich das selber machen. Dann musst du das selber machen. Gut erkannt. Gameplay ist einzigartig. Einzigartig. Genau, das ist Bromance. Ja, das ist pure Bromance. Schlecht. Warte, ich hab dir gar nicht zugehört. Das tut mir leid, Ginger. Warte. Wir hören dir nochmal zu, Leute. Hört auf, euch Gronkh und Funk-Pornos vorzustellen. Wir gehen jetzt wieder zu Ginger. Muss ich das selber machen? Mein Gameplay ist einzigartig. Einzigartig. Schlecht. Ich weiß nicht, also bisher machst du das jetzt, also von dem, was ich jetzt in dem Clip hier zu sehen, machst du das nicht so unbedingt falsch. Ich meine, du hast eine Fackel in der Hand, damit du was sehen kannst. Du hast eine Spitzhacke in der Hand, um Steine abzubauen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben versucht, das mit einer Faust abzubauen und haben sich dann gewundert, warum sie keinen Stein rauskriegen. Also, ganz verkehrt bist du nicht. So schlechtes Gameplay in Minecraft hast du noch nirgendwo gesehen. Ja, okay. Das war jetzt vielleicht ein bisschen ungünstig. Das ist exakt der Moment, bei dem Wissenschaftler sagen, quod erat demonstrandum. Wie ich soeben nicht bewiesen, aber wie ich soeben aufgezeigt habe oder sowas ähnliches. Deshalb shiften wir exakt. Deswegen hat man Shift gedrückt. Sorry, ich weiß, du willst es Chat nicht verraten, aber das mit der Hand und dem Stein, das warst doch du. Hallo Flecken, wunderschön, wunderschön. Das war ich tatsächlich nicht. Das habe ich ein paar Mal in PeteSmeet-Videos gesehen. Was zu beweisen war, ist Quod erat demonstrandum. Dankeschön, Ferrari. Dankeschön. Es galt, die Theorie zu beweisen und so wurde sie bewiesen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal mit so viel Angst durch den Spiel gelaufen bin. Das war dann wohl eher etwas, das der Chat ausgelöst hat. Da muss ich sagen, habe ich immer wenig Mitleid mit den Leuten, weil sorry, ist selber schuld. Erinnert ihr euch noch an den Trend vor einigen Folgen, also vor 100 Folgen oder so, mit dem Türklopfen? So, ich habe eine Sprachnachricht bekommen.
Mhm. Sorry, das Video ist nicht kaputt. Ich war nur gerade ein wenig irritiert. Wieso googelt Matteo Selbstbräuner bei Amazon bestellen und hat daneben einen Tab offen mit Amazon Selbstbräuner und da daneben einen Tab mit Streamopfer? Ich habe zu viele Fragen. Und es ist Matteo. Ich möchte darauf, glaube ich, nicht mal eine Antwort. Aber dann hören wir uns mal die Sprachnachricht an. Hallo Matteo, ich glaube, du musst den Knopf gedrückt halten. Also, vielleicht kann dir der Chat das dann nochmal beibringen. Oh nein, habe ich wieder Scheiß gedrückt oder was? Wir hören mal meine ab. Hallo Kadi, hier ist Matteo. Hier ist Matteo aus dem Internet. Hallo Matteo, ich glaube, du musst den Knopf gedrückt halten. Mann! Also hat er eine Sprachnachricht losschicken wollen und hat quasi den Knopf losgelassen und hat deswegen nur gesagt, hi, ich bin Matteo. Gut. Gut. Vor allen Dingen diese Vorstellung, hi, ich bin Matteo. Matteo aus dem Internet. Hi, ich bin Zarisia. Sie kennen mich vielleicht noch aus Internetauftritten wie nahezu täglichen Twitch-Streams, meinem World of Warcraft-Charakter. Ich bin die Frau aus dem Internet und habe gerade fast mein Glas umgeworfen. Welch reich geschmücktes Model. Ja, offensichtlich sehr ägyptisch angehaucht. Er macht täglich ein Streamopfer. Okay, ich weiß nicht mal, was das ist. Und SEG. Ich bin die von SEG. Ich finde an Sprachnachrichten so doof, dass man nur einen Versuch hat. Man hat keinen, ach scheiße, versprochen, nochmal neu aufnehmen. Was ich an Sprachnachrichten furchtbar finde, ist, dass ich mir einen ruhigen Ort suchen muss, an dem ich ohne jemanden zu stören mir 20-minütige Sprachnachrichten anhören kann, weil jemand unbedingt meinte, ich muss dir unbedingt ganz viel erzählen, aber das muss alles in eine einzige Nachricht rein, die dann irgendwie 40 Minuten geht oder 20 Minuten geht. Und das heißt, bitte opfere jetzt 20 Minuten deines Lebens, um diese Nachricht anzuhören, weil ansonsten den gesamten restlichen Tages immer wieder in deinem Kopf rumpocht, du musst die Sprachnachricht noch abhören, du musst die Sprachnachricht noch abhören, du musst die Sprachnachricht noch abhören, du musst diese Sprachnachricht noch abhören. Da könnte was Wichtiges drin sein. Die warten auf eine Antwort. Ich hasse Sprachnachrichten, Leute. Ich hasse Sprachnachrichten. Die von SEG ist aber schon jemand anderes. Du bist doch die von Gronkh. Das ist Kata. Hallo Toki, ein wunderschön, wunderschön. Und hallo Shadow Dragon, auch dir ein wunderschön, wunderschön. Schlimmste an Sprachnachrichten ist, dass sie es gibt. Also das Beste, was ich je gehört habe, ne? Wo ich wirklich angehalten habe und mir die Hand ins Gesicht geschlagen habe. Also so Facepalm-mäßig. Weil ich nicht auf diese, nennen wir es Unüberlegtheit des Satzes, klarkomme, war, als ich an einer Gruppe Teenager vorbeiging und einer von ihnen meinte gerade, wisst ihr, was wir bräuchten? Wir bräuchten so Sprachnachrichten, aber für zwei Leute. Also so, dass ich was sage und mein Gegenüber kann halt direkt darauf antworten und muss sich nicht erst die 15 Minuten, die ich sonst noch mitschicke, anhören, sondern kann darauf direkt antworten. Und ich war einfach so, boy, das nennt sich Telefonieren. Und das war einfach zuerst da. Ein Anruf? Ja, genau. Ich bin stehen geblieben und hab kurz meine Lebensentscheidung überdacht, weil ich dachte, du bist ja ein Genie, Junge. Zur Seite nach oben ist anpinnen. Was kann man nie nicht. Ach so, du kannst, während du eine lange Sprachnachricht aufnimmst, auch einfach von der Taste aus nach oben wischen und dann nimmst du dauerhaft auf. Okay. Das können die heutigen Handys doch gar nicht mehr. Oder es ist gut versteckt. Braucht man ja auch nicht mehr. Ich habe mal von meinem Ex eine 30-minütige Audio bekommen, wo er die ganze Zeit dieselben 5 Sätze in einer Satzstellung wiederholt hat. Wundervoll. Überaus betrunken. Einfach das Handy normal ans Ohr halten und die Sprachnachricht abhören. Es gibt eine Einstellung dafür. Das weiß ich, Hapo,
aber ich muss die meist sehr laut machen, damit ich sie überhaupt selber hören kann, weil ich leichte Probleme habe mit Geräuschwahrnehmung. Ja, war sehr betrunken, okay. Jeder, der anrufen kennt, ist halt einfach schon zu alt. Die heutige Jugend hatten damals Ohren am Kinn. Haben ja auch Ohren am Kinn, so wie sie das Smartphone halten. Ja. Wenn ich das Handy verdecke, hört es beim Abspielen von Sprachnachrichten auf. Ja, ich glaube bei mir auch. Keine Ahnung, ich verpasse super selten Sprachnachrichten. Sprich, immer wenn ich es mir ans Ohr hatte. Das Problem hatte ich mit meinem alten Handy Ferrari. Das hat immer Anrufe unterbrochen, wenn ich es mir ans Ohr gehalten habe. Das war super nervig. Oh, manchmal geht es ein bisschen tiefer, aber das ist das, was ich... Ey, nein! That's quite big. Wieso hat sie das? Und wieso hat sie das genau da? Impressive. Hallo? Entschuldigung? Wieso hat sie das genau da? Na gut. Nein! Okay, das ist traurig, mit so wenig Restleben getötet zu werden. Aber so ist es nun mal, liebe Leute. Solange ein Dark Souls oder Elden Ring Boss nicht tot ist, kann er euch immer noch töten. Weil Avi bekloppt im Kopf ist, das sollte man bei ihr nicht hinterfragen. Okay, it's true though. Hallo Razor, wunderschön, wunderschön. Und hallo Kaffeeklopper, auch dir, wunderschön, wunderschön. Nein! Warte, zählt das? Das hat nicht gezählt? Das hat nicht gezählt. Nochmal von vorne, bitte. Ich muss mal kurz was erledigen. Lasst euch von mir gar nicht stören. Ihr werdet auch kaum etwas hören. Bis gleich. Er geht mal ganz kurz in den Kissen schreien. Ich glaube, er ist gerade in Kissen heulen gegangen. Bei dem Other-Stream war ich übrigens dabei. Ich glaube, das war etwas, wo die User die Platzierung frei wählen konnten. So. Spiel. Nein! Oh, nein! Oh mein Gott! Ich habe Alt-F4 gedrückt. Nein. Aber warum? Man drückt doch nicht aus Versehen Alt-F4. Und vor allen Dingen, Star Citizen ist doch ein Spiel von heutzutage. Das heißt, da wird doch wohl irgendwo alle 5 Minuten Autospeicher dabei sein, oder? Alt-F4 und der Tag gehört dir. Sie hat Kerbal Space Program installiert. Okay. Aber. Achso, du meinst hier. Ja. Aber jetzt ist doch nicht viel von ihrem Spielstand weg oder so. In Star Citizen ist F die externe Kamera und Alt die Modifikationstaste. Okay. Das heißt, es ist. Achso, F4. Das heißt, es ist durchaus etwas, wo man mal drauf kommen könnte. Wie böse guckt denn bitte der Kirby? Der da? The Good Time Garden. Der sieht aus, als ob man da eine gute Zeit hätte. Nein, oder? Achso, nein, du meinst den Kirby da unten, den richtigen Kirby. Entschuldigung. Du meinst natürlich den. Autospeichern gibt's nicht bei Star Citizen. Okay, das wird dann gleich möglicherweise ein bisschen schade. Alte 4 gedrückt. Hast du das wirklich gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe Alt und... Scheiße. Das ist ein Cosplay-Crafting. Alles okay, Julia? Du musst deine Dosen mal wegbringen. Ja, ich muss mal meine Pfandflaschen wegbringen. Ah! Julia! Okay. Ja! Ich hätte... Dann steh doch auf und hilf ihr. Die Arme braucht ja offensichtlich Hilfe. Die ist gerade scheinbar unter Tonnen von Dosen begraben. Relatable, ja. Hallo, hier ist Zari. Sie kennen mich aus der Werbung für den Gang zum Augenarzt. Ja. Kenne ich aber auch. Kippt eine, kippen alle. Ist so.
bitte. Oh! Da ist ein geheimes Geheimnis! Oha! Nein! Na, kannst du mir nicht anklicken? Nein! Hey! Nein. Na! Hey! Hey! Niemals! Kann ich nicht bestätigen, meistens bleiben 200 von den 300 Dosen stehen, Togi! Das sind aber auch ein paar viele. Hinter jeder guten Streamerin steht ein riesiger Haufen Pfand. Ach verdammt, ich wusste, ich hätte nicht mit dem Cola trinken aufhören sollen. Seit ich nur noch den Soda-Stream und Tee trinke, den Soda-Stream benutze, um mir Wasser aufzusprudeln und Tee trinke, habe ich überhaupt keinen Pfand mehr. Sad. Bin offensichtlich keine gute Streamerin mehr. Macht eure Säcke vernünftig oder bringt es halt wöchentlich weg. Aber vielleicht war da gerade einfach nur so ein geiles Event. Wie geil waren ihre Würfel im Hintergrund? Bitte, nice Deko. Oh ja. Das geheime Geheimnis bleibt auch geheim. Ja. Alte Cola-Dosen aus allen Ländern und anderes sammle ich. Nice. Bin endlich zu Hause. Ja, dann wünsche ich dir einen frohen Feierabend, Daisuke. Jetzt bist du keine Gute mehr, sondern die Beste. Oh. Dankeschön. Chris, du hast es nicht vergessen, oder? Dass du rennen kannst. Doch, tatsächlich habe ich das vergessen. Wundervoll. Stimmt, wir haben eine Rennentaste. Ich hab das schon wieder vergessen. Holz, um den Baum so hoch zu bauen. Oh mein Gott, guck mal, Chat! Hier ist ja Liza Grimm! Boah, ja? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war ihre Schwester dabei. Lauter Grimm! Der Witz ist meiner. Badum. Ich möchte übrigens zum allgemeinen Thema einmal merken, so einen Baum habe ich auch schon mal selber gecraftet. Das war ein Mammutbaum. So hoch, wie ihr jetzt bei ihr sehen könnt, haben noch die Wurzeln über die Erde geragt. Also das heißt, ich habe da noch in alle Himmelsrichtungen verschiedene Wurzeln wachsen lassen. War mega cool, war mega das krasse Projekt. War lange, bevor ich gestreamt habe. Sorry. Ich habe mit Cola trinken aufgehört. Letzte Flasche ist alle. Ich habe noch einen Kasten hier, von dem ich mir maximal eine Flasche pro Woche genehmigen darf. Für den Fall, dass ich mal wirklich irgendwie gerade sage, ich brauche gerade ganz dringend was. Aber ich bin jedes Mal stolz auf mich, wenn ich eine Woche ohne mache. Ich würde bei sowas nie mehr fremde Leute in meine Bude lassen, aus Sorge, dass sie sich denken, oh, so viel Pfand. Knautsch, 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 oh Gott. Ja. Nee, die kommen schön in die Vitrine rein. Einer von uns. Dankeschön, Flamey, für ganze... Kann ich reden? Für ganze 6 Monate. Das ist fast ein halbes Jahr. Dankeschön. Ich habe mir mal ein Baumhaus gebaut, war auf nice, geilo. Ich wollte sagen, zu den Cola-Dosen, die kommen schön in eine Vitrine und werden schön fein säuberlich beschriftet mit so einem kleinen Zettelchen da davor, sodass du weißt, aus welchem Land die kommen. Hm. 50% dürften gar keinen Cent einbringen, weil sie zu alt sind und aus dem Ausland kommen, wo es noch kein Pfand gab. Okay. Ich hatte gestern 2 Gläser Cola im Restaurant. Geilo, Gönnung. Davor lange her. Genau so geht es mir dann auch, Ferrari. Das gibt es dann so ab und zu mal. Das ist dann wirklich was Besonderes. Aber jetzt halt nichts, was du halt täglich runterstürzt. Dann darfst du stolz auf mich sein, Zari. Ich trinke seit fast 3 Monaten keine Cola mehr. Sehr geil, Nobi. Sehr geil. Da sollten die gleichen Regeln gelten wie beim Internet beim Baumhaus. Wer zu alt ist, um alleine reinzukommen, soll uns darin auch keine Regeln machen. Okay. Ich hab nur ganz furchtbare Erinnerungen an unser Baumhaus. Denn unser Baumhaus stand auf unserem Stückle. Das war ein kleines Stück Land, das meiner Oma gehört hat. Und das gesamte Ding war über und über besetzt mit Ohrenzwickern.
Also wirklich, das war nicht so, da ist mal einer rumgekreucht oder so, sondern du bist da reingegangen und die Wände waren voll. Das war meine einzige Erfahrung mit einem Baumhaus. Danach hatte ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Dankeschön für den ganzen Sport. Der wird gesammelt und am Ende des Videos, sofern wir dafür noch Zeit haben, gemacht. Ansonsten erst nach WoW. Aber das Ganze wird gesammelt und unter To-Do finden wir dann raus, was alles noch aussteht. Trinke fast nur noch Fassbrause, das geile Zeug. Habe ich gar keine Ahnung von. So, ihr seht, im Moment ist noch gar nicht viel zu machen. Das kriegen wir vielleicht noch vor dem Stream hin. Wenn ich es schaffe, innerhalb der nächsten Stunde das Video zu beenden. Wir haben noch 7 Minuten zu gucken, also wird knapp. Chat, wird knapp. Eliza Grimm! Boah, die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, das letzte Mal war ihre Schwester dabei. Lauter Grimm! Der Witz ist meiner. So. Kannst du bitte weniger Pause machen? Kann man nicht mit ansehen. Könnt ihr mal bitte aufhören, von Streamern zu verlangen, dass sie weniger Pause machen sollen? Das ist doch... Xenox. Das ist doch kein Zustand. Guckst du zum allerersten... Also ganz ehrlich, als Streamer mache ich es auf Pause, wie ich möchte. Erstmal heute bei... Ich muss ja auch Doni überhaupt nicht zuhören. Keiner von euch kann das, weil ich permanent auf Pause drücke. Bei mir eine... Aber das ist völlig okay, weil ihr seid ja für meine Stimme hier und nicht für Donis Stimme. Reaction? Deswegen gönnt euch die Reaction. Und ich mache gefälligst so viel Pause, wie ich möchte. Eine... Danke, Doni! Dankeschön! Ja! Seht ihr, selbst mit den Pausen ist genau rübergekommen, was wir damit ausdrücken wollten, ja. Man könnte auch einfach das Originalvideo ohne Reaction schauen. Das wäre eine Möglichkeit. Also Leute, solltet ihr euch nicht für meinen Kommentar auf die SEG interessieren, weil er euch einfach viel zu lange geht, gar kein Problem. Guckt euch einfach hier, ich helfe euch sogar noch, wartet, ich gehe mal aus dem Weg, damit ihr es auch sehen könnt, ja. Also, ihr geht einfach selber auf das Video und guckt es euch selber an, ohne meine Reaction. Ist das nicht geil? So einfach kann es gehen. Todesurteil gewesen eigentlich so? Ist das richtig? Oder kamst du da noch raus? Also, es könnte sein, dass er am Rand die Hitboxen noch mitnehmen kann und rauskommt, aber ansonsten muss man seinen Tod verhindern. Wieso lecken meine Clips? Genau, ne? Ist ich hab jetzt auch... Ich kam da nicht mehr weg. Oh, hab's versucht. Ui. Ja, also ich hab doch... Könnt ihr mal bitte meine Clips nicht dauerhaft pausieren? Wenn das geht, ich bin weg. Endlich SEG ohne Zari-Schauen. Geil, Flecken. Gönn dir. Aber auch unwissend. Okay. Meine Immersion. Freut mich, dass ich sie erfolgreich zerstören konnte. Kann man jemand der Frau die Pausefunktion klauen? Nein! Ach Mann! Okay, warte. Ja. Hast du so, ich hoffe, der Hund schaut jetzt nicht mehr. Doch. Hunde können ein Block höher gehen, dadurch, dass der Zaun als anderthalb Blöcke gilt und du ihm aber vor das Bett gestellt hast, der als halber Block zählt, kann der Hund immer noch abhauen. Außerdem könnte er immer noch rechts über den Busch abhauen. Du willst mich verarschen, oder? Ja. Warum nicht? Oh mein Gott, wie er genickt hat! Aus der Reihe heiße Brötchen sind heiß. Jetzt neu erschienen. Kaltes Eis ist außerdem kalt. Gönnung. Ich habe übrigens vor mir, heute auch was zu knabbern. Ich habe heute Kaiserschoten. Einfach kurz heißes Wasser drüber gekippt. 3 Minuten ziehen lassen, abgegossen, fertig. Super knackig. Besser als Chips. Nickt er! Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Immerhin ist er nicht gesprungen. Ich habe damals ein wunderschönes Haus für meine Katze gebaut. Und das Erste, was die Katze gemacht hat, war in den Kamin zu springen, sich selbst zu entzünden, also in Minecraft natürlich.
in den Kamin zu springen, sich selbst zu entzünden, rauszulaufen und panisch durch das gesamte Holzhaus zu laufen und damit sämtliche Teppiche und Holzsachen anzuzünden. Sie hat mein gesamtes Haus einfach niedergebrannt. Ja. Hallo erstmal. Hallo erstmal. Sie kennen mich vielleicht noch? Okay, hatten wir eben schon. Kaiserschoten sind die Edamame der einfachen Leute. Kaiserschoten sind volle Kanne lecker. Das ist mir völlig egal, wenn das Essen für einfache Leute ist. Hauptsache lecker. Oh, nom nom lecker. Oh ja. Guten Abend, Herr Hoffmann. Warum nickt er? Ich sollte auch mal wieder Minecraft zocken. Ja, ich habe auch viel zu lange nicht mehr gemacht. Hat das also eine Kami-Katze? Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, was Kaiserschoten sind. Ja. Kaiserschoten, Zuckererbsen haben verschiedene Namen. So Erbsengedöns, genau. So Erbsengedöns. Die sind nur ein bisschen süßlicher als Bohnen oder so. Deswegen esse ich die voll gerne. Zuckererbsen, auch genannt Kaiserschoten, ja. Ich kann Edamame nicht mehr lesen, ohne an 1Q84 zu denken. What? Das Zeug heißt Gift. Nee, das ist voll lecker. Wenn ihr das nochmal richtig, noch eine Stufe geiler haben wollt, dann überschüttet ihr die mit heißem Wasser. Lasst das so 3 Minuten ziehen. Schüttet die ab. Wartet, also schreckt die einmal ab, damit sie wieder kühler sind. Und dann wickelt ihr immer so 4 Stück. Wickelt ihr mit Bacon ein. Und dann kommen die in die Pfanne. Mega geil. Eine Romanreihe von Haruki Murakami. Okay. So. Weniger Zuckerschoten, mehr SEG. Ey, wenn Lars keine Zuckerschoten haben möchte, dann ist sein Problem. So wie ich keine Ananas möchte. Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Lass mich vorbei! Was Pfanne niemand einfach so futtert. Ich futter die auch gerade einfach so, aber mit noch so ein bisschen Bacon ist halt geiler, wenn du den Bacon noch anbrätst. Das heißt doch, nein, doch. Oh! Das stimmt. Lass mich vorbei! 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 Und der nächste schon wieder. Wunderschön. Wie gesagt, ich liebe es, wenn Leute einfach so völlig random anfangen können, auf alles mögliche Musik zu kombinieren. Strong. Ja, definitiv. Ich esse nichts, was mit Bohnen oder Sprossen zu tun hat. Dann ist es so. Mit Bacon habe ich die noch gar nicht versucht. Mach mal. Kaiserschoten mit Bacon umwickelt ist voll geil. Ich komme zu nichts. Ich will doch nur Kunden abrechnen. So, Resertainment macht wieder Unglück, Unsinn. Hier wird nicht gegrillt. Wie oft haben wir darüber gesprochen? Okay. Ich frag gar nicht. Okay. Ich rast nicht aus, nein. Wenn Spieler euch dazu bringen, dass ihr Gegenstände werfen oder zerdeppern wollt oder rumschreien wollt, dann solltet ihr das Spiel an der Stelle einfach beenden. Eigentlich ist aber halt auch alles geil, wenn es mit Bacon umwickelt ist, oder? Nicht unbedingt. Also ich bin tatsächlich gar nicht so der riesen Bacon-Freund. Also das ist jetzt... Kennt ihr dieses Meme, wo einer so von ganz vielen Schwertern umzingelt wird? Für seine Meinung? Das ist jetzt mein Moment. Ich finde, Bacon ist overrated. So, jetzt habe ich es gesagt, jetzt könnt ihr mich canceln. Ich bin mal wieder im Gaming-Glück. Viel Spaß, Flecken. Viel Spaß. Darum spiele ich Cozy Games. Genau. Bacon ist geil. Ich finde, also zum Beispiel, Bacon auf dem Burger finde ich komplett sinnlos, weil entweder überdeckt er den gesamten Geschmack oder du kriegst ihn gar nicht mit. Aber er bindet sich nicht ein in das Gesamtkonzept.
Schmecken geil mit Käse und Gurke. Ich stelle mich mit in den Kreis. Schön. Ich würde keinen Nutella mit Bacon umwickeln. Ich glaube, es gibt Leute, die würden sogar das machen. Hat mich vorhin erst jemand darum gebeten, dass Gronk sich um Ras kümmert? Wenn ja, dann gut predicted. Welcher kleine Vollidiot schreibt an diese Leiter eine Nachricht? Jemand, der es total witzig fand, wenn jemand verzweifelt versuchen würde, einem Monster zu entrinnen, indem man eine Leiter hinaufklettert und dann aber stirbt, weil man stattdessen aus Versehen die Nachricht anklickt, weil es dieselbe Taste ist. So, wartet, ich gehe mal aus dem Weg. Wir haben wieder diesen komischen, gruseligen Disney-Filter. Theo schreibt nur sinnvolle Nachrichten, zumindest in Elden-Wing. Theo ist bestimmt so jemand, der an jede Wand schreibt, Versuch, Roll oder so. Erik Range, was? Okay, was? Das wusste ich nicht. Ist das Zufall? Nein, hat dieser alte Mann okay. Irgendwo nicht seine Finger im Spiel? Das ist so creepy. Ein Freund besitzt dieses Spiel bereits. Das hier. Ich hasse das. Ich will mich nicht umdrehen und gejumpscared werden. Ah, du Wichser, du Vogel, so. Ich hasse dich! Also, meine Mama hat mir damals als Teenager beigebracht, wenn du das Gefühl hast, dass jemand hinter dir steht, dann ist deine erste Reaktion das Zuschlagen, nicht das Schreien und Wegducken, sondern du in dem Moment, in dem du dich umdrehst, schlägst du zu. Fragen stellen kannst du hinterher noch, aber erstmal wird draufgehauen. Und das ist eigentlich schade, dass man sowas als Mädchen lernen muss. Ich habe auch damals gelernt, dass man immer einen vollen Schlüsselbund bei sich haben muss. Völlig egal, ob diese Schlüssel einen Nutzen haben oder nicht. Denn der Nutzen des Schlüssels ist, dass du zwischen deine Finger jeweils einen klemmen kannst und so unfassbar gut dir eine Waffe bauen kannst. Bitte benutzt das nicht, um andere zu verletzen. Das sind wirklich Notwehrtechniken, die ich da gelernt habe. Und immer schön den Tritt in den Schritt. Exakt. Genau, den Wolverine machen, ja. Ja, aber das eigentlich Traurige ist doch, dass es notwendig ist, seinen Kindern sowas beizubringen. Was für Waffeln? Schlagring ist Beste. Ja! Oh. Nee, oh Gott! Seht ihr, genau das meine ich, Leute. Oh, mach doch dann einfach das Spiel aus, Junge. Das ist doch traurig. Das war scheiß viel Geld. Mann. In Phase 1 hätte er mich überhaupt nicht mehr getroffen. So viel geübt. Es ist schwül warm. Hallo, Luna. Bei mir ist es mittlerweile auch sehr warm geworden. Wir haben jetzt 29,5 Grad. Das heißt, wir sind 0,6 Grad wärmer geworden, seit ich den Stream angefangen habe. Karma hat sofort zurückgebissen. Ja, und das tut mir immer so wahnsinnig leid. Also, so ein bisschen bin ich bei, tja, selber schuld und ein bisschen bin ich bei, auch Junge, das macht doch nicht den. Er muss das Geld hier haben und nicht du, ja, das stimmt. Ich glaube übrigens, er hat ein paar Teile zurück ins Gesicht bekommen. Bruder. Ich kann immer noch nicht mich nicht bewegen. Okay. Ich denke auch, er hat die Kontrolle zurückgefressen. Ja, ich glaube auch. Hauptsächlich für unseren Bauernhof, weil Großvater und ich bei Oh mein Gott, das ist unser genialer Bauernhof. Erinnert ihr euch noch, Chat? Wir durften die Demo dazu spielen. Das war unser geliebter Bauernhof, wo Oma uns geraten hat, alles beim Nachbarn zu klauen. Sie uns, als wir 11 waren, gesagt hat, wir sollen bitte keine ungeladenen Gäste in unser Bett bringen. Und Opa ständig die Kühe gerammelt hat. Oh mein Gott. Ich liebe es, dass das Spiel Aufmerksamkeit bekommt. Holt euch das Spiel, es ist super. Der Bug, dass Opa alle Tierchen gerammelt hat, wurde übrigens gefixt.
Erinnerst du dich nicht, Ferrari? Einer meiner ersten Clips, der richtig steil gegangen ist, wo Opa die Kuh gerammelt hat? Warte mal. Hi, jetzt gucken wir Stream. Ich hätte gern meine Clips. Suchen in der Kategorie Everdream Valley heißt das Spiel. Ich habe 3 Eier. Opa ist Käfer. Das sind alle, die wir haben. Ungebetene Beste von Samen und Tüten. Öhrchen-Challenge. Das sind alle. Mehr haben wir nicht. Ja, teile deine Clips. Bla bla. Clip erstellt von Zarisia. Clips meines Kanals. Wo ist der Opa-Clip? Was ist jetzt passiert? Nee, Moment. Das ist ein anderer. Entschuldigung. Hey, wo ist der Opa? Das machen wir nicht mit dem Hund-Clip. Oh mein Gott, hatte ich den noch in Games und Demos damals? Kann ich hier irgendwo eine Suchfunktion benutzen? Also ja, ich kann nach der Kategorie suchen, aber... Warte, Chat, ich finde den. So. Ich hoffe, man hört's. Opa! Okay, mir ist völlig klar, warum die Tiere abgehauen sind. Das ist nicht Kuh umschubsen, was ihr hier macht. Das ist nicht Kuh umschubsen. Opa, lass doch bitte die arme Kuh in Ruhe. Was ist denn mit dir, Opa? Wo bin ich hier gelandet? Das war Everdream Valley. Ich habe diesen Clip an die Entwickler geschickt. Und die Entwickler haben daraufhin 2 Tage später sich bei mir gemeldet und haben gesagt, wir haben den Bug gefixt. Opa, geht's wieder gut? Und, warte mal. Wieso darf ich jetzt gerade nicht mehr scrollen? Was macht Opa mit dem Hund? Was macht Opa mit der Kuh? Der ist ein bisschen... Ich krieg den nicht weiter hoch für euch. Sorry. Opa? Jetzt ist die Kuh rattig auf ihn, aber Opa nicht mehr auf die Kuh. Geil, oder? Die Herzen dazu, ja. Das war ein wunderschönes Spiel. Also wenn ihr mal wieder so einen wirklich entspannten Farming-Simulator braucht, in dem man auch mal ein bisschen veralbern kann, dann gönnt euch gerne Everdream Valley. Cooles Spiel. Ich habe so viele Fragen. Wir alle haben sie. Wenn Oma nicht mehr will, dann muss sie eben die Kuh ran. Das habe ich, glaube ich, damals auch gesagt, Ferrari. Ah, ich erinnere mich noch an die Hodenbäume. Ja, Ferrari, die Hodenbäume. Oh mein Gott. Aus Tunic. Da wurde eine Kompanie tapferer Männer begraben. Ich habe es noch nie geschafft, so schnell, so schlagfertig zu sein. Sowas als Entwickler zu fixen, muss aber auch echt wild sein. Ja, vor allen Dingen war ich die Einzige, die diesen Bug hatte, aber den wollten sie selbstverständlich nicht drin haben. Eigentlich habe ich da keine Fragen mehr, das ist schon relativ eindeutig. In einem längeren Aufenthalt im Sanatorium viel Freude hatten. Ist ein Sanatorium nicht, wo Leute eingeäschert werden? Nee, also ich persönlich dachte damals, ein Sanatorium wäre sowas, wo Leute hinkommen, also im Prinzip eine geschlossene. Ich dachte, das wäre ein Sanatorium, aber ich wurde damals dann schon darüber aufgeklärt, dass das mehr sowas wie eine Kur ist. Genau, Krematorium ist das mit Einäschern.
Ein kleines Krankenhaus mit großem Garten ist ein Sanatorium. Das hast du sehr schön gesagt, Ferrari. Nee, das ist ein Krematorium. Oh, never mind. Was, wie lautete der Name von Will Smiths Charakter in der Prince of Bel-Air? Der hieß Will Smith. Easy. Der ist nicht von mir, der ist von Malmsheimer. Malmsheimer. Okay. Oh Gott. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Mein Laufband ist ausgegangen, weil das geht nur maximal eine Stunde. Also das kann nur 59 Minuten und 59 Sekunden. Danach geht das automatisch aus. Holy, habe ich mich erschrocken. Ich habe das Piepen nicht gehört. Das einfach nur unter meinen Füßen war plötzlich quasi fester Boden, anstatt Boden, der weggezogen wird. Holy, habe ich mich erschrocken. Oh. Okay, Leute, dann baue ich ganz kurz ab. Dann haben wir wohl eine Stunde erfüllt. Good job us, also good job me. Chat, ich muss noch eben kurz den Tisch runterfahren und den Stuhl wieder rankarren. Auch wenn es mich sehr erschreckt hat, möchte ich mal kurz positiv hervorheben, dass das Laufband vor mir eingeknickt ist, okay? Gut, dass der Tisch nicht umgefallen ist beim Gegenlaufen. Ich bin quasi ja. Aber so schwer bin ich nicht oder so stark bin ich nicht, dass ich den ganzen Tisch umboxen könnte. Jawohl, erstmal was trinken, das ist ein guter Plan. Und dann gucken wir weiter. Jetzt halt im Sitzen. Oh no. Benutzen Sie Ihre Geräte, um die Fragen Moment. Zu beantworten. Wait. Scheiße. Warte. Easy, Nerdy, easy. Du hast gesagt, das ist easy. Das ist ja auch easy. Na, Nerdy? Ist doch easy. Das stimmt. Nein! Okay, von jemandem, der darauf easy sagt, habe ich irgendwie erwartet, dass er das dann easy weiß. Ich habe beim Aufräumen so einen Flyer gefunden mit so krasse Fakten über Korea, ne? Und? Da waren so abergläubische Sprüche. Da stand drin, dass man seinem Freund keine Chicken Wings schenken soll. Weil das dafür steht, dass er eventuell halt so im symbolischen Sinne wegfliegt. Okay. Was sehen wir hier? Hätte ich jetzt die Frage gesehen, wäre es easy gewesen. Die Frage war, wie der Charakter von Will Smith in Prince of Bel-Air hieß. Und wenn das bei euch nicht so ist, ne, dann keine Sorge, die Männer auch, ne, wenn ihr so hier voll so, ne, die Männer-Bubis habt und es. Ah, es geht um Bubis, natürlich, das wussten wir alle, Chat, das wussten wir alle. Ah, es geht um die Hängemöpse, ich hätte die Antwort nicht gewusst und hätte mir gedacht, nein, das kann nicht sein, das ist zu einfach, doch, genau so einfach ist es. Das nehmen wir extra auf deine Hängemöpse, okay. Sieht nicht so aus bei euch, keine Sorge. Da gibt es eine Abhilfe gegen. Da nimmt man so einen Luftballon und bindet den so drumherum. Und dann kann der die so hochhalten. So. Ne, dann nimmt ihr so einen Luftballon, der so mit Helium gefüllt ist, so und bindet den so drumherum. Und dann ist das Problem gefixt. Ne? Nice. Good job. Dann hält auch der Stift nicht mehr. Ich würde über einen anderen Chirurgen nachdenken, wenn die Bubis viereckig geworden sind. BH ist der Ballonhalter für die Bubis. Ah, ich verstehe. Warum hast du mich so sehr, Lobelia? Klar, und natürlich. Sagt man halt zu mir auch. Das sagt man halt jeden Morgen zu mir. Warum kannst du nicht singen, Kimberly? Warum nicht, Kimberly? Jeden Morgen.
Da brauchen wir eine. Das sage ich mir auch immer. Oh mein Gott, ich sehe Grim Tales. Die Reihe, die ich nur kenne, weil Gronk sie, weil sie Gronk gebrochen hat. Axt? Und Gronk hat sie gebrochen, wortwörtlich. Oder so? Hey, mit dem Messer komme ich doch hier nicht weit. Das macht doch keinen Sinn. Und genau deswegen hasse ich Point-and-Click-Adventure, weil sie manchmal so unendlich weit hergeholt sind, dass die völlig offensichtlichen Sachen nicht Teil der Lösung sind, aber Sachen, auf die du im Leben nicht kommst. Okay. Thank you so much, den Support. Und Valhalla hat gefragt, na Luni, wie war dein Wochenende? Konntest du gut entspannen? Moin. Ich hatte Verstopfung bis vorhin. Erik! Okay, ja, okay, ja. Das hilft auch gegen Verstopfung. Dankeschön, Ferrari. Kifferstübchen, dort kriegen's das, dieses ganz innige. Eriks Kicherstübchen! Oh, das ist viel süßer! Erst klaut Eli meine Witze und schafft es damit in die SEG. Und jetzt klaut Asche meine Witze und kommt damit in die SEG. Ich sag's euch, Leute. Irgendwann werde ich einfach Witzeschreiber für die ganzen VTuber und Streamer und so. Und das wird mein Durchbruch, okay? Ich werde Witzeschreiber. Eriks Kicherstübchen. Auch genannt seine Streams. Hihihi, weil da muss ich immer so viel kichern und lachen, weil der halt so lustig ist. Hihihihi. Hihi. Habe nur einmal rauslassen. Nur einmal. Und dann ist wieder gut. Okay. Warum kann die Blume in ihrem Topf sie anfurzen? Also, auf was für Ideen manche Streamer kommen. Knubbi, du furzt mir nicht auf den Kopf, ja? Wehe. Untersteh dich. Oh mein Gott, das ist ja jetzt viel einfacher. Oh. Dann mach doch gleich normal, wenn es so einfach ist. Pat Pat Sari, danke schön. Was glaubst du, warum deine Haare braun sind? Danke, Achachno. Weil Baumtöpfi ist cute. Ich habe auch einen. Okay. Er ist zu groß? Wieso ist er zu groß? Was soll ich machen? Der ist nicht zu groß. Steck den da rein jetzt. Steck ihn rein. Ein Kind. That's what he said. Danke, Ferrari. Danke, Ferrari. Ja. 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 Ich konnte auch nicht widerstehen. Ist okay. Das ist fein. Was? Was? Was war das denn gerade? Keine Ahnung. So, meine Süßen, ich sage Hallöchen, Hotzenplotz, und ich sage, das war eine wunderschöne Folge der Streamclips Germany, Folge 268. Wir haben mal wieder minimalst überzogen. Und willkommen im Gefolge der Dino Queen. Dankeschön für den Follow. Willkommen im Dino Gefolge. Und passend dazu sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zur Folge 269. Bis dahin und bye bye.